Ich weiß nicht, zu welcher Gruppe du dich zählst. Zu denen, die Verkaufen gerne machen, die es mögen und eine Freude daran haben, anderen etwas zu verkaufen. Oder zu den anderen, die sagen, eigentlich mag ich das nicht, ich kann es auch nicht so und eigentlich macht es mir gar keinen Spaß. Nun, heute kann ich dir eine Methode zeigen, eine neue Denkmethode an die Hand geben, die dir hilft, das Lager zu wechseln. Oder wenn du schon gut verkaufen kannst, noch mehr Freude daran zu entwickeln, noch erfolgreicher zu werden. Mein Name ist Daniel Schäfer und ich bin Geschäftsführer des X-Group-Instituts für Gründung, Finanzierung, Geschäftsentwicklung und wir helfen nicht nur jedes Jahr Hunderten von Menschen dabei, ihren Businessplan, Finanzplan zu entwickeln, sondern auch sich besser zu verkaufen. Entweder ihre Geschäftsidee zu verkaufen vor Investoren als Elevator-Pitch oder vor den Banken, sich besser zu verkaufen in den entsprechenden Gesprächen oder schließlich auch den Kunden zu überzeugen und zu gewinnen. Und alle müssen verkaufen, denn es gilt schließlich Dienstleistungen oder Produkte zu vermitteln, Lösungen zu vermitteln und Kunden zu finden, die dann dich oder mich bezahlen. In dem Moment, wo du anfängst, etwas verkaufen zu wollen oder zu müssen, hast du eine Entscheidung vor dir zu treffen, nämlich was willst du tatsächlich tun? Und die meisten kommen zur Entscheidung, ich will Geld vom Investor oder ich will Geld von der Bank oder ich will jetzt mehr Umsatz machen, ich will dem Kunden was verkaufen, ich will verdienen, ich will meine Conversion-Quote verbessern. Diese Aussagen treffen dann die meisten Menschen unbewusst, diese Entscheidungen manifestieren sich und letztendlich auch in dem Verhalten, in deinem Verkaufsgespräch. Das heißt, alles, was du tust, ist natürlich von deinem Willen, von deiner Entscheidung abhängig. Der große Nachteil bei einem solchen Verkaufswillen, bei so einer Entscheidung, ich will mehr Umsatz machen, ich will dem Kunden etwas verkaufen, ich will mehr verdienen, mehr Quoten und mehr Geld haben, dass diese Willensentscheidung ausgerichtet ist, leider nicht auf den Vorteil des Kunden, sondern auf deinen eigenen Vorteil. Nun, ich weiß nicht, wie es sich für dich anfühlen würde, wenn du einem Mensch gegenüber sitzt, der sagt, wie kann ich dir jetzt so etwas unterjubeln, dass du mir Geld gibst, was ich schließlich brauche? Wie kann ich dich dazu bringen, dass du möglichst viel einkaufst, nicht weil du das brauchst, sondern weil ich mehr Umsatz brauche? Ich glaube, dass das sich für dich ziemlich ungut anfühlt, dass du merkst nun, weil hier stimmt was nicht und du unbewusst deine Entscheidung triffst, hier kaufe ich nicht. Verkäufer, die auf diese Art und Weise mit ihrem Kunden umgehen, die letztendlich nur mehr verdienen wollen, ihren eigenen Vorteil suchen, nun, die werden nicht nur schlechtere Ergebnisse haben, der Kunde wird sich unwohl fühlen, sondern auch die Verkäufer selbst wird es immer wieder fraglich und zweifelhaft sein, ob er das, was er tut, auch wirklich sinnvoll ist. Deshalb lade ich dich heute ein, deinen eigenen Vorteil zunächst zu vergessen, wenn du in Interaktion mit deinem Kunden trittst, sondern dass du all dein Wissen, deine Konzentration, deine kommunikativen Fähigkeiten einsetzt, herauszufinden, was ist der Vorteil des Kunden. Und hier schließlich löst sich das Verkaufsparadoxon auf. Es geht mir nicht beim Verkaufen nicht darum, dass du bekommst, was du willst, sondern erfolgreiche Verkäufer haben folgendes Zitat auswendig gelernt. Das Zitat von Zig Ziglar lautet wie folgt. Seitdem ich verstanden habe, dass es beim Verkaufen nicht darum geht, dass ich als Verkäufer das bekomme, was ich will, sondern alleinig darum geht, dass andere Menschen, die Kunden, das bekommen, was sie wollen, seitdem bekomme ich selbst alles, was ich will. Dieses Zitat, auswendig gelernt und umgesetzt, bewirkt tatsächlich, dass die Menschen, wenn sie merken, dass du es echt mit ihnen meinst, dass du authentisch interessiert bist, ihnen dabei zu helfen, die Probleme zu lösen und das Beste, die beste Lösung zu finden zu dem günstigsten Preis. Nun, wie werden die Kunden dann reagieren? Sie werden eher kaufen, sie werden Stammkunden werden, sie werden Fan von dir werden und sie werden dich dann auch noch mit Zusatzumsätzen bedrohen durch Weiterempfehlungen. Und wenn du eine solche Umsatzentwicklung hast, einen solchen Verkaufserfolg dann bekommst, nun, dann hast du auch genug Feedback in Form von Geld, damit du dir alles das kaufen kannst, was du an Wünschen hast oder an Problemen, die zu lösen sind. Zusammengefasst ist Verkaufen in dem Moment sehr leicht, macht Freude, wenn du dich wirklich für die anderen Menschen interessierst und für ihre Sorgen und Nöte und ernsthaft authentisch interessiert bist, ihnen zu helfen. Es gibt Menschen, die sagen, dass das, was mit Liebe zu tun hat, also andere Lebewesen in ihrer Existenz zu fördern, letztendlich ist das auch Verkaufen, zuletzt andere Menschen zu dienen, Probleme zu lösen. Und wenn du das echt machst und wenn du es gut machst, wenn du es häufig machst, dann wirst du viel verkaufen, viel verdienen,
viele Umsätze haben und gute Quoten. Und das Feedback ist, dass du dann mit diesem Feedback auch deine Wünsche erfüllen kannst. Solltest du noch Fragen haben, wie du deinen persönlichen Verkaufsprozess von dir alleine oder deinem Team in deiner Firma verbessern kannst, so kannst du jetzt einen Gutschein nutzen für ein kostenfreies Erstgespräch. Gerne aber auch kannst du unseren Kanal abonnieren oder weiterempfehlen. Ich wünsche dir viel Erfolg beim Dienen, beim Probleme lösen für andere Menschen, dein Daniel Schäfer. Vielen Dank, dass du dieses Video zu Ende geschaut hast. Gerne darfst du diesen Kanal abonnieren oder auch weiterempfehlen. Möchtest du gerne ein Erstgespräch haben, um deine Fragen zur Gründung, Finanzierung oder beruflichen Entwicklung zu klären, so findest du hier auf dieser Seite einen Gutschein. Mit diesem kannst du ein kostenfreies Erstgespräch vereinbaren, 45 Minuten an der Dauer, entweder in Berlin, in meiner Beratungspraxis oder auch gerne am Telefon. Bis zum nächsten Mal.